Wer liegt denn hier? Kasumi tot? Warum? Oh. Hübsche Pose. Bringt die Rundung zur Geltung. Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play some Mass Effect 2. Und jetzt geht's direkt weiter hier. Wir haben Samara mitgenommen in unser Team. Ja, sind jetzt ausnahmsweise mal zu viert unterwegs. Gehen wir, Commander. Denn sie soll dafür sorgen, dass ihr biotisches Feld uns vor den Seeker-Schwärmen beschützt. Hoffentlich hält das. Hoffentlich hält das. Was? Wir wurden entdeckt. Wo? Vorbote! Okay, er fliegt weg. Ein Glück. Ich dachte, er steht uns jetzt hier ohne jegliche Deckung gegenüber. Das wäre scheiße gewesen. Wo ist er? Da ist er. Hoffentlich muss ich jetzt nicht hier gegen die bewegliche... gegen die Barriere. Ich wollte gerade sagen. Ja. Kann ich ihr denn Bescheid sagen? Nein, kann ich nicht. Okay. Dann ist das wahrscheinlich so ein Ding, da muss ich jetzt erstmal alle Feinde besiegen. Ja. Das tut dir weh. Revenant in your face. Aua, aua. Deine Angriffe werden sie zerreißen. Ah, deine Angriffe rotzen da gerade gegen die Wand. Die Mächte des Universums verneigen sich vor mir. Deine Mutter verneigt sich vor mir. Klatsch. Okay, blöder Spruch. Das Unvermeidbare verzögert. Ja, ich weiß. Gleich stehst du nämlich in einem anderen Kollektor wieder auf. Ja. Labarababa, da unten ist der nächste Vorbote. So ein Rotz. Ich weiß, dass sie das spüren. Bla bla bla. Schwätzen kann er gut. Ja. Er sollte Let's Player werden. Der Vorbote. Vielleicht mal ein Koop mit mir oder so? Oder eine Runde Multiplayer in Mass Effect 3? Wie wär's? Vorbote, hä? Klatsch. Ja, ich weiß. Denn da steht noch einer. Nein. Ach Mann, muss denn das sein? Hättest du mich den nicht eben abknallen lassen können? Intervention ist notwendig. Ich hab doch auch nicht unbegrenzt Moon. Das müsste sie ausbremsen. Das klingt bei ihm immer so, als würde es ihm voll leid tun. Oder als hätte er irgendwas Höheres mit uns vor. Was für ein Blödsinn. Meine Angriffe werden sie alles zerreißen. Sagen Sie Bescheid, wenn ja. Sie bereit sind. Was für ein Dummschwätzer. Okay. Abrücken, Samara. Es kann losgehen, Commander. Oh Gott, meine Munition. Und wir können nur auf so kleinem Raum kämpfen hier. Ich will hier hin. Komm, 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 ja. Guter Schuss. Oh, das gefällt mir gar nicht da hinten. Das gefällt mir gar nicht. Na, packst du es noch? Feinde. Direkt vor uns. Ja, ich sehe es. Husks und Monster. Feinde gesichtet. Oh no. Nein. Das sind die Explodierenden. Nein. La la la. Bitte sag mir nicht, dass wir hier keine Deckung haben, doch. Beschuss. Gehe in Deckung. Ja. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Aber sowas von. Aber jetzt werde ich mich erstmal um die anderen kümmern, da. Bevor ich hier wieder fünfmal gegen den Vorboten kämpfe. Oh. Oder vielleicht sollte ich ihn doch wegcashen, denn er kommt uns gefährlich nahe. Er kommt uns gefährlich, oder? Nein, dreh um. Auch schön. Tali ist tot? Was ist da los? Das ist nicht wahr, oder? Das wird ein harter Treffer. Geh weg mit deinem Gefunzel hier. Ich will dich nicht so nah bei mir haben. Du kleiner Schmierkopf. Deiner auch. So, jetzt schnell pop, pop, pop die übrigen wegcashen. Direkte Intervention ist notwendig.
notwendig. Schön. Schönen Dank auch. Ich werde mal kurz für die da hinten das Gewehr wechseln, das geht ja gar nicht. Ich übernehme direkte Kontrolle. Sonst treffe ich ja nie was hier. Klapp aus, klapp aus. Klatsch, 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 ja. Klatsch. Ihre Hülle ist zerbrechen. Ach, da ist er schon wieder direkt bei mir. Klatsch, klatsch, klatsch. Nein! Ich weiß, dass sie das spielen. Warum? Klatsch! So! Das ist oh! Wahre Macht. What? Der Bischof Schmerz. Scheiße, guck doch mal! Holy moly! Da sind sie beide tot und der Vorbote ist hier! Das erwartet sie. Was? Shit und Schande. So, wenn ich dich zerreißen muss, dann werde ich das auch tun, Kollege. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Ich finde dich auch wieder, und zwar in den ewigen Jagdgründen. Boah. Abrücken. Schnell weg hier. Nichts wie raus hier. Ach du Scheiße, sie sieht schon etwas gekrümmter aus. Wird langsam schwer, das aufrechtzuerhalten, ja? Was? Habt ihr gerade den Move mit der Hand gesehen? Junge, Junge. Verheißungsvolle Stille. Feind am Boden. Das andere Team hat auch ein paar Abschüsse, wie ich sehe. Oder wie ich höre. Und ihre Füße stecken im Boden. Nee, doch nicht. Könnte ein richtiges Feuergefecht werden. Ich ja. Ich halte die Stellung. Mach das, mach das. Ach du je. Nein, guck mal da hinten. Nein. Monster. Aua. Klatsch. Nein, keine. Keine Husks in meinem Rücken. Nein. No. Einigkeit. Schnell. Das war so knapp. Nein. Nochmal bitte. Garrus, geh weg. Geh weg. Ich hab keinen Platz für Deckung. Scheiße. Zum Glück wird er abgelenkt durch die Drohne, aber trotzdem passt mir das nicht. Der wird nämlich gleich hoffentlich nicht auf mich. Alles frei. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie bereit sind, vorzurücken, Commander. Oh, Jesus. Ich wollte auch nicht hier raus. Guck mal, da ist nämlich hier der Munition ist da. Aber ich komme noch nicht ran, weil da die Seeker-Schwärme sind. Stirbt man dann sofort? Ich weiß es nicht. Ich will es nicht probieren. Oh, macht doch sowas nicht mit mir. Ärgert mich doch nicht so. Da liegt Moon. Okay. Ziehe mich zurück, Commander. Ja, lass weitergehen. Ach du Scheiße. Es wird auch für sie immer schwieriger. Eieiei, lass den Kopf und die Hupen nicht hängen. Wir müssen doch noch hier raus. Jetzt mach. Ja, immerhin. Klingt das bei Miranda ein bisschen sportlicher als bei uns. Boah. Das war's schon. Ich halte durch, solange ich kann. Ich hoffe doch. Ich hoffe doch. Du wirst jetzt nicht schlapp machen, oder? Oh je.
Wie das hier aussieht hier, wie aus das sieht. Ich sehe den Eingang. Wir müssen dorthin. Wo? Rasch. Wo? Da unten? Oh, oh, Monster! Zack, da ist er runtergefallen. Haha, Idiot. Sie verlassen die Barriere. Ja, ja, ich hab's gemerkt. Hilfe! Durchhalten, wir haben's fast geschafft. Alles klar, das war's, wie es aussieht. Wir müssen hier weg, Shepard. Kommt also schon. Gut. Weiter. Kommt schon, da ist die Tür, ich sehe sie auch. Kommt schon. Beeilung, Shepard. Bisschen mehr Tempo. So, jetzt gib's ihm. Wow. Ha, ha, ha. Die Rache der Justikarin. Wirkt ihre Kapitänskajüte irgendwie leer? Ich höre, was ist Ihre Position? Wir sind bei der Tür, Sie haben uns umzingelt. Wir kommen, halten Sie durch. Öffnen Sie die Tür. Nicht mal einen Tipp kann man hier in Ruhe lesen, ohne dass gleich die Action weitergeht. Tür versiegeln! Ja, zu damit. Oh oh. Nein! Ich Miranda. Bin einsatzbereit, Commander. Okay. Ich wollte gerade sagen, erschreck mich nicht so. Miststück. Joker, sind Sie am Treffpunkt? Ich bin da, Commander. Chakwas ist gerade mit dem Rest der Crew eingetroffen. Ja, perfekt. Gordons Gruppe ist gerade angekommen, Shepard. Keine Verluste. Perfekt. Ausgezeichnet. Jetzt geht's um alles. Edie, wie sieht unser nächster Schritt aus? In der Nähe müsste es einige Plattformen geben, über die Sie zur Hauptkontrollkonsole gelangen. Von dort aus können Sie das System überlasten und die Basis zerstören. Commander, Sie haben ein Problem. Vor der Tür sammelt sich eine gewaltige Anzahl Feinde. Wird nicht lang dauern, bis die zu Ihnen durchbrechen. Tja, aber jemand muss diese verdammte Tür halten. Und ich kann eh immer nur zwei in meinem Team mitnehmen. Ha, ha. Welch Zufall. So, letzte Ansprache. Eine Nachhut könnte diese Position verteidigen und dafür sorgen, dass die Kollektoren uns nicht überwältigen. Wählen Sie ein Team aus, das mit Ihnen geht, Shepard. Alle anderen sollen sich hier einbunkern und Ihnen den Rücken frei halten. Alles klar. Puh, okay, also das scheint wohl das letzte Gefecht zu sein, oder? Wer kommt denn mit mir? Wer kommt mit mir? Es ist immerhin ein verdammtes Selbstmordkommando. Das heißt, vielleicht kommen wir von da nie wieder zurück. Wen würde ich in meinen letzten Minuten bei mir haben wollen? Ganz klar Garrus. Auch wenn ich ihn gerade schon mit hatte, aber das ist mir völlig Wurst. Denn er ist und bleibt nun mal mein verdammter Veteran, ja? Tja. Wen nehme ich noch mit? Miranda? Warum sollte ich? Irgendwie hat sie jetzt auf die letzten paar Meter eher gestresst als genützt. Mich zumindest. Fuckt das gerade so ein bisschen ab. Jacob halte ich auch nicht so viel von. Grunt? Naja, es ist... Es ist schwierig, es ist schwierig. Wen möchte ich denn mitnehmen? Also mir hat gerade Samara ganz schön imponiert. Das muss ich echt sagen. Ich glaube, sie ist ziemlich powerful, ja. Sie ist da ziemlich... Weißt du was, ich nehme erstmal Thane mit. Er hat ja sowieso erzählt, dass er bald stirbt. Und wenn das hier seine verdammte letzte Mission ist, dann soll er wenigstens gestorben sein mit einem... mit einer Heldentat. Die nachkommenden Generationen, auch wenn es wahrscheinlich niemand erfahren wird, wenn wir hier alle verrecken, sollen aber wissen, dass er derjenige war, der an vorderster Front mitgekämpft hat. Also. Wen nehmen wir noch mit? Das ist jetzt die Frage. Wen opfern wir quasi? Wen opfern wir? Kasumi?
Garrus, aber es wäre so schade um Garrus, weil Garrus muss einfach überleben. Er muss zurückbleiben und er muss sie feuerkräftig unterstützen, genauso wie Legion. Sonst hätte ich ja gesagt, nehme ich wieder Legion mit. Aber ich halte ihn auch für ziemlich mächtig. Ich glaube, der kann die Gruppe sehr gut beschützen, genauso wie Samara. Das kann ich mir nicht leisten, die mitzunehmen, die abzuziehen. Deswegen würde ich sagen, nehme ich Kazumi mit. Sie kommt mir so ein bisschen schwächer vor und sie ist eh eine der meistgesuchtetsten, gesuchtetsten. Genau. Eine Meisterdiebin halt. Wenn sie von der Bildfläche verschwinden würde, das würde, glaube ich, kein Schwein interessieren. Und dann würden ihre Geheimnisse mit ihr sterben. Ja, und ich glaube auch, dass Fane und Kazumi sich als Attentäter und Diebin ein bisschen cool ergänzen, oder? Ob sie mir so viel nutzen werden, weiß ich zwar nicht, aber was soll's, ist mir egal. Die Entscheidung ist gefallen. Genau wie ich. Möchte jemand noch was sagen, bevor wir loslegen? Oh ja, die Kollektoren sind jetzt ganz schön an dran. Denen wird der Arsch auf Grundeis gehen, das versichere ich euch. Die Kollektoren erwischen ihre Ziele eiskalt. Sie schlagen zu und verschwinden wieder. Sie mögen mächtig sein, aber sie sind auch feige. Sie müssen ja nie direkt gegen die Besten von uns antreten. Oh ja. Gegen sie. Wohl wahr. Sie oder wir, das ist alles. Ich weiß nicht, ob der Feind Angst empfinden kann, aber verdammt, wir werden ihm Gelegenheit dazu bieten. Geben Sie alles. So oder so. Hier findet die Sache ihr Ende. Wir geben unser Bestes. Viel Glück, Shepard. Na dann mal los. Oh, wir fahren mit der Plattform weg. Perfekt. Dann mal auf ins letzte Feinde Gefecht. Feinde am Arsch? Was hat er gesagt? Was hat er denn für eine... Was hat er denn für einen Schnack am Bart, ey? Feinde am Arsch. Für einen Ton am Mann, ey. Junge, Junge. Oder hat er gesagt, Feinde im Anmarsch? Ist mir egal. So. Zack. Was macht ein Kazumi da vorne? Guck mal. Schattenschlag und so. For the win. Das gefällt mir schön. Da kommt die nächste Plattform. Und wir begrüßen sie mit einem Feuerhagel. Klatsch, der erste weg. Klatsch, der zweite weg. Komm her. Zack. Und der dritte und letzte? Nein, wohl kaum. Aber wir flügen die ganz schön auseinander, muss ich sagen. Das finde ich gut. Oh oh, das finde ich nicht so gut. Volle Breitseite. Übernehme Kontrolle. Ja, schieß auf andere. Nur nicht auf mich, nur nicht auf mich. Zack, das war der Scharfschützenmodus von Fane oder was? Klatsch, Kopfschuss, weg. Wir sind vorboten. Ach du je. Oh oh, oh oh. Da sollte Kazumi nicht neben stehen bleiben. Sie können sich nicht. Eieiei, jetzt hat er wieder mich im Visier. Nein. Oje, was kommt da? Was kommt da? Wo dockt es an? Doppelplattform! Mit schweren Waffen, genau! Klatsch! Das war Kazumi! No! Wo ist denn Fane? Los, knips ihn aus! Schwere Waffenattentäter hier. Das gefällt mir nicht. Meine Angriffe werden sie zerreißen. Na, lebst du noch? Nein, auch Fane ist tot. Mächte des Universums verneigen sich. Das ist jetzt enge. Aber der Vorbote ist hier der letzte. Übrig gebliebene, der letzte Mulkaner. Da
Das ist wahre Macht. Oh. Oh. Und das ist wahre Feuerkraft, mein Guter. Diese Form ist bedeutungslos. Was? Ich dachte, jetzt kommt hier eine Unterbrechung und dann stehen die Kollegen wieder auf. Nein! Kampf ist noch nicht vorbei. Los! Hoch mit euch! Scheiße, guckt doch mal, was da ist! Monster und... Ab... Wie heißen die nochmal? Ableger? Küsst den Boden! Küsst den Boden! Ja! Haha, wo gehen die denn lang? Das hat sicher wehgetan. Da bin ich mir sicher, das tut weh. Küsst den Boden! Klatsch! Oh oh, da wird Kasumi aber unter harten Beschuss genommen. Zum Glück kann sie sich wegseppen. Geil! Wo schießen die jetzt hin? Nicht auf mich, oder? Oh! Schieß auf mich! Nein, schieß nicht auf mich! Erreicht mich zum Glück nicht. Eieieiei. Das kommt gar nicht bis hier, das ist cool. Das ist ja cool, aber mir geht leider gerade die Munition aus. Tarne mich. Ja, seht ihr das? Munition alle. Zweitwaffe, Pistole. Toll, ne? Nee, finde ich gar nicht so toll. So eine Scheiße. Haben wir da nicht irgendwelche Kräfte oder so? Warp zum Beispiel. Thane, mach mal was dagegen. Wozu hab ich denn den Biotiker dabei hier, den Biotik-Attentäter? Klatsch, die Pistole auch leer. Nix. Schrotflinte am Arsch. Dein Körper ist Staub. Ja. Klatsch, 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 klatsch. Oh, aus die Maus. So, ich hoffe, jetzt liegt hier irgendwo Munition rum. Gehen wir mal die ganzen Plattformen ab. Wo sind wir hergekommen? Hier sind wir hergekommen. Ich brauche nämlich ganz dringend Moon. Das ist jetzt das Allerwichtigste, meine Freunde. Ich glaube nämlich noch nicht, dass das der Endkampf war. Das kann es ja nicht gewesen sein. Hier haben wir noch welche. Die hat zwar einen guten Bums drauf, die gute Revenant, ja, aber die ist nicht besonders sparsam mit dem Mumpeln. Das ist das Problem. So, klack. Da nehmen wir sie auch gleich mal wieder zur Hand. 468 Schuss. Das schaut gut aus, aber wir müssen natürlich nachladen. Hier liegt noch mehr. Ja, 480. Ich glaube, das ist auch Maximalbestückung. Ja, ist es. Ha, gut, da sind wir ja wieder gut ausgerüstet. Wer liegt denn hier? Kasumi tot? Warum? Oh. Hübsche Pose. Hm. Bringt die Rundung zur Geltung. Nein, ist natürlich fies. Aber ich glaube, sie steht gleich sowieso wieder auf, wenn ich hier fortfahre. Also brauche ich da schon mal kein Midi-Gel verschwenden. Ja, ich hoffe doch zumindest. Sonst werde ich sie da wohl zurücklassen gleich. Oder? Nee. Das wird das Spiel ja checken, oder? Ich gehe hier nicht mit Thane alleine. Hier ist es. Alle Schläuche führen hierher. Na. Edi, was können Sie uns sagen? Was da ist sie ja. Die Schläuche führen in eine Art Superstruktur, die sowohl organische als auch anorganische Energiesignaturen abstrahlt. Aha. Was ist das? Experten nachzuurteilen, dass sie gewaltig sein. Shepard, falls meine Berechnungen korrekt sind, ist die Superstruktur ein Reaper. What? Nur irgendein Reaper. Ein Menschen-Reaper. Was? Was ist das denn für ein Apparat? Exakt. Exaktamente. Klack, angedockt. Ein verfickter Menschen-Reaper. Die Kollektoren haben anscheinend zehntausende Menschen verarbeitet. Um den Reaper fertigzustellen, sind erheblich mehr nötig. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an, wie das aussieht. Was gewinnen die Kollektoren dadurch, dass sie Menschen in diese Reaper-Hülle umwandeln? Vielleicht führen sie das Reaper-Äquivalent zur Fortpflanzung durch. Oder es dient einem anderen Zweck.
Für weitere Spekulationen habe ich nicht genug Daten. Jedenfalls ist klar, dass die Kollektoren dabei nur Handlanger sind. Die Technologie zur Erschaffung dieses Reaper stammt nicht von ihnen. Wahrscheinlich wird jeder Reaper von einer anderen Spezies gebaut. In diesem Fall haben das die Kollektoren übernommen. Jedenfalls ist klar, dass das Ding extrem creepy aussieht. Die Kollektoren sind eigentlich Proteaner. Warum sollten sie den Reapern helfen? Die Reaper haben die Proteaner vor langer Zeit unterworfen. Wahrscheinlich haben sie versucht, einen proteanischen Reaper zu erschaffen und sind gescheitert. Mit der Zeit haben sie die Proteaner so verändert, dass sie ihren Bedürfnissen entsprechen. Sie haben sie verändert und zu Arbeitern gemacht. Zu Werkzeugen der Reaper. Tja, aber warum sieht das verdammt nochmal menschlich aus? Jeder andere Reaper sieht anders aus. Also nicht anders, aber anders als das hier. Sie bauen ihn so, dass er aussieht wie ein Mensch. Warum? Die Form eines Reaper scheint auf der Spezies zu basieren, mit der er hergestellt wird. Reaper sind Maschinen. Wozu brauchen sie überhaupt Menschen? Inkorrekt. Reaper sind intelligente Konstrukte. Hybriden aus organischem und synthetischem Material. Der genaue Aufbau ist nicht bekannt, aber wahrscheinlich absorbieren Reaper die Essenz einer Spezies und machen sie sich bei ihrem Reproduktionsprozess zunutze. Glotzen dir so blöde, du Mistvieh. Vier Augen. Ich hoffe, der wacht nicht auf gleich. Was ist da los? Was glauben Sie, wie viele Menschen Sie noch verschleppen werden? Millionen. Vielleicht mehr. Genau lässt sich das nicht sagen. Dieser Reaper ist noch in einem sehr frühen Stadium. In menschlichen Begriffen quasi ein Embryo. Na, gut zu wissen. Jetzt habe ich keine Angst mehr. Er lebt also noch nicht? Wir können noch verhindern, dass er erschaffen wird? Der Prozess kann aufgehalten werden, aber es lässt sich nicht genau bestimmen, wie viel bereits entwickelt ist. Ich kann Ihnen beispielsweise nicht sagen, ob er über ein Bewusstsein verfügt. Naja, das reicht mir eigentlich schon an Info. Gelle, euch auch? Ist das creepy, Alter. Guckt euch das mal an hier. Ich fühle mich gerade wie in einem übelsten Sci-Fi-Horror-Movie, Mann. Event Horizon lässt grüßen. Was ist da los? Aber, auch wenn ihr es euch nicht wünscht, wisst ihr wahrscheinlich, was jetzt kommen wird. Nämlich das obligatorische Melden aus dem Kreis hier. Brrrt. Dialogkreis. Ding, 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 ding. Lass mal Glücksrack spielen. Ding, 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 dong. So, das klicke ich an. Nein, Quatsch. Egal, was ich anklicke und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part von Let's Play Some Mass Effect 2. Lasst es euch nicht entgehen. Wie wir dem Menschen Reaper in seinen Arsch treten. Ach nee, er hat ja noch keinen. Hört da am Bauch auf. Egal. Bis dahin, meine Freunde. Tschüss. Und auf Wiedersehen.